Jo Leute, hier ist eine ganz kurze Sondermeldung. Deswegen auch ohne Cam. Ich hatte eigentlich gar nicht vor zu streamen. Habe ich auch immer noch nicht vor. Aber ich wollte halt ein bisschen Wukong spielen. Bin dann einfach durch das Anfangsgebiet nochmal gegangen. Und habe dann nochmal einfach so ein bisschen abgesucht und ein bisschen Gegner verkloppt. Und dann habe ich noch einen dritten Gong gefunden. Und die letztes Mal dabei waren, wissen ja, da gab es ja diese zwei Gongs in dem Waldgebiet. Und wir wussten nicht, wozu es gut ist. Jetzt habe ich heute beim Absuchen noch einen dritten Gong gefunden, habe den gegongt. Und jetzt ist hier die Tür aufgegangen. Und da dachte ich mir, ja toll, bevor ich jetzt hier reingehe, das will ich halt auf jeden Fall auf Band haben. Und nur aus diesem Grund gibt es jetzt einen ganz kleinen Ministream. Das kann sein, dass das jetzt nur für 2 Minuten geht, weil dahinter einfach eine Kiste ist. Aber vielleicht ist dahinter auch ein Boss oder so. Aber was auch immer es ist, ich will's wissen und ich will's auch auf Band haben. Ja, und das ist der Grund, weshalb ich jetzt kurz live bin. Deswegen auch ohne Cam, ich bin hier nicht vorbereitet gewesen, gar nichts. Ich lag hier komplett Moorleichen-Style auf der Couch. Wie man halt so liegt um 12:45 Uhr. Ja. Jetzt gucken wir uns das an. Oh, da kommt auf jeden Fall ein Schrein. Ist das nicht sogar der gleiche? Kommt mir sogar vor, als wäre man hier schon gewesen, aber halt, da war es tagsüber. Ansonsten kann ich übrigens auch schon mal sagen, ich habe bei dem ganzen Absuchen jetzt vom ersten Gebiet nur ein Item gefunden. Ja, hier war ich schon. Das war allerdings sogar ein Schlüssel-Item. Also ich habe ein cooles Item gefunden. Keine Ahnung, wozu es da ist, aber sonst habe ich tatsächlich nichts gefunden. Keine Kiste oder so vergessen. Aber krass, das ist doch hier die Stelle, wo man. Guanyins Gebetsperlen für die Arme. Deine Seele. Nicht noch eine dritte Kiste eben im Hintergrund. Kurz gucken, ob das jetzt die komplette OP-Rüstung ist. Das wäre natürlich geil. War das. Ne, war das. One Use Gebetsperlen. Aber was soll das für eine Rüstung sein? Arme, stand da ja bei. Nicht. Da. Erhöht das maximale Leben und Mana nach Absorbieren der verbleibenden Geistessenz für längere Zeit moderat. Also heißt das, erhöht das Leben pro Gegner, den ich kille? Das wäre ja komplett nice. Und noch einmal räuchern.
meine, okay, wäre schon eine coole Belohnung. Ist jetzt hier einfach Ende? Nee. Oh, es kommt tatsächlich ein Boss. Der älteste Jinchi. Oh, thank Mitaba. Oh, finally then the three bells sang. Disciples come, I hear travelers approaching my temple carrying new treasures. Dann kann ich den jetzt mit seiner eigenen Kopfnuss bearbeiten. I cannot see you, but I recognize your odor. You're back? It must be you who took that Kasaya. Now give it back! Was für Kasaya? Warum ist hier alles voller Leute? Okay. Mann, kann ich mal kurz... Batsch! Wow, 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 wow. Alter, der Schab. Oh, was? Was macht der? Dann kriegst du halt. Was sind das für goldene Kügelchen, die immer reinkommen. Ah, super. Der war gut. Oh, der war dumm. Gut. Kopflos. Junge, wie der reingekloppt hat. Okay, easy. Ein geiler Fight, aber... Tempel der Türken-Trophäe. 270 Jahre. Hat auf mich gewartet. Hundreds. Still my chalk without his. Oh. Oh, stop. Leave it.
Was ist denn Kasaya? Auch der Arme, irgendwie tut er mir leid. 270 Jahre hängt er hier im Tempel, nur damit ich reinkomme und ihm einfach vom Möbel. Wegen irgendeinem Kasaya, wo ich nicht mal weiß, was es ist. Okay, aber geil, dann ist das Geheimnis der Gongs gelöst. Untersuchen. Feuerfester Umhang. Lass alles andere verbrennen. Mich kümmert nur mein Meister. Gib ihn mir schnell. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Genau hier war nämlich der dritte Gong, Leute. Das ist in der Nähe von... Also für alle, die das sehen sollten und denen genau der dritte Gong fehlt, zeige ich jetzt mal kurz, wo das ist. Und zwar ist es nämlich kurz nach diesem Boss, den man im Wasser bekämpft, der sich zu so einer Schlange verwandelt in der zweiten Phase. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Die Namen kann man sich eh schwer merken, aber man erkennt es jetzt sofort. Hier auf diesem Tümpelgebiet. Also kurz nach dem Bambuswald kommt man ja von hier. Also man kommt von hier hinten und dann kommt hier so dieser Boss und in der zweiten Phase wird er zu so einer Schlange. Also zumindest der Unterkörper wird zu einer Schlange. Und dann geht man ja eigentlich hier rein und das da hatte ich irgendwie übersehen, keine Ahnung. Und einfach hier links rein, geradeaus durch, kommt der dritte Gong und dann let's go. Lass uns mal kurz gucken, was dieser feuerfeste Umhang bedeutet. Hier. Alter, irgendwie in dem zweiten Slot. Gefäße. Bei vollem Ki R2 und hochdrücken, um Gefäß zu benutzen. Du kannst auf deiner Reise versteckte Gefäße, die deine Vorgänger hinterlassen haben, finden. Jedes von ihnen verfügt über einzigartige Fähigkeiten. Um sie zu benutzen, wird Ki verbraucht. Durch Treffer auf Gegner wiedergewonnen werden kann. Achso, so lädt man Ki auf. Das habe ich noch gar nicht gecheckt gehabt. Lass mal ausprobieren. R2 und linker Stick hoch, oder? Oder sehe ich das falsch? Oder linker Stick reindrücken vielleicht. Ach so, weil es nicht aufgeladen ist. Aber das ist es, okay. Tja, was ich dann mache, muss man andermal rausfinden. Und ja, Leute, sorry. Ne? Wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht streamen. Das war jetzt nur, weil ich hier aus Versehen auf dieses Ultra-Geheimnis gestoßen bin. Und ich wollte das auf Band haben. Also, da bin ich auch schon wieder weg. Wahrscheinlich gibt es aber heute Abend einen ordentlichen Stream mit Wukong. Also, wer Bock hat, sehen wir uns heute Abend. Bis dann, einen schönen Tag.